Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen wieder zu diesem Intro von Tales of Berseria. Ihr fragt euch vielleicht, was es soll, aber hat alles einen bestimmten Grund, ne? Eigentlich wollte ich mal 1080p wieder mal austesten und, ja, es geht einfach immer noch nicht. Ich kann kotzen. Ich bin der einzige YouTuber, der nicht auf 180k, also 180p, besser gesagt, streamen kann. Oder besser gesagt, aufnehmen kann. Wenn ich hier an meiner Capture Card, es ist eine Elgato, ja, jetzt musst du nicht wieder wiederholen, meine gute Dame. Wenn ich hier mal kurz, ich drücke hier mal auf Fortsetzen mal am besten, klicke hier auf Vigal Eisspitzen, wo wir im letzten Part verblieben sind. Und das werde ich ab jetzt immer einführen, nämlich, Freunde, die ersten 2 Minuten sind nur für das Lied gedacht, weil ich möchte es so machen wie Fernsehen. Also das heißt, bei solchen Games, die so ein geiles Intro haben, das jetzt jedes Mal da reinknallen, ist ja immerhin so wie bei jedem anderen. Ich meine, bei Kampfkunst Lifestyle gibt es auch immer ein Intro oder so. Und warum sollte man das bei Games nicht machen, meine Freunde? Ja, meine Guten. Hier sind wir eben, wie gesagt, stehen geblieben. Bei diesen Lackfressern hier. Und wir haben ein Hoverboard. Immer noch. Und wir dürfen das sogar hier benutzen. Nice. Echt nice. Gefällt mir hart. Und wir sollten jetzt irgendwie was? Erkunde die Ruinen von Valdis nördlich der Stadt. Ach, jetzt dürfen wir hier rein. Ist ja klar. Velvet ist schon wieder voll auf Krawall gebürstet. Wer hat denn dir heute Morgen ins Frühstück gespuckt, Mann? Ja gut, Velvet ist allgemein so drauf, aber yo. Man kann sie auch übertreiben, meine Gute. Gibt's hier irgendwie noch einen Puggy? Puggy. Nee, ich bin bei Monster Stories oder so. Also bei Monster Hunter. Hier gibt's keine Puggies. Hier gibt's nur Katztruhen. Scheiße. Mein Hirn klappt jetzt auch noch gerade nicht. Ah, Gott. Ja, Mann. Was so ein Scheiß hier nicht alles auslösen kann. Elgato, 60 FPS oder so? Irgendwie sowas habe ich. Auf jeden Fall die Elgato und die ist sowas von Müll. Ich sag's euch, für 1080p. Ne. Es ruckelt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was ich da machen muss. Wenn ich das neueste Elgato-Ding runterlade, dann geht bei mir gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, was die sich dabei teilweise gedacht haben. Ja, ja, nur keine Sorge. Machen wir alles. Und ich hasse Fledermäuse. Also hasse nicht, aber sie nerven gerade. Also zumindest in diesem Spiel. Weil sie sind nicht gerade langsam. Ihr seht, nerven tun sie alle mal. Kommen mir zwar gerade nicht hinterher. Oh, Katztruhe. Wieder mal. Und bis jetzt konnten wir wirklich jede öffnen. Drei. Wie bitte? Leeren Norminhut. Leeren Norminanzug. Eisen. Wie viel hat das gerade gemacht? Ich habe keine Katzkugel mehr. That's not geil. Ich habe jetzt mit 200 gerechnet, aber nicht gerade 320. Noch eine Katztruhe und die muss ich liegen lassen. Das heißt, ich darf dann hier nochmal hinkommen. 100, das reicht nie. Arkane-Trank. Ideal, aber was der macht, weiß ich immer noch nicht. Gut, immerhin kriegen wir hier wieder ein bisschen für unser Lager, kann man sagen. Danke. Ja, ja. Der Portfreak Numero Uno. Erzfragment nehme ich ganz gerne mit. Jetzt wird wieder jede Katzkugel mitgenommen. Definitiv. Selbst wenn sie am anderen
Arsch der Heide liegt. Nee. Jetzt kommen auch noch Ritter. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Neues Rätsel, oder wie? Erdfragment. Ja, das nehme ich, wie gesagt, jetzt dankend an. Weil, ihr merkt gerade, wir sind im Arsch, was Katzkugeln angeht. Und hier gibt es wieder ein Siegel, was man aufmachen muss. Ist klar. Und dann geht sich eine andere Tür zu. Ja, nee, ist klar. Wir machen das mal auf beiden Seiten. Gucken wir mal, was wir anrichten können. Und gehen dann weiter. Ist da vorne jetzt auch noch die Tür verschlossen, oder? Sieht mich gerade aber nicht danach aus. Als Fragment. Interessant. Da drüben auch. Hä? Muss ich das verstehen? Ich glaube noch nicht, ne? Betätigen wir mal. Ach so, man muss immer beide betätigen. Aha. Und dann? Was? この遺跡は何か悲しい感じがする。悲しいって、どういうことですか？うん。ここで辛い思いをしたり、亡くなった人の悲しい気持ちが溜まってるような気がするんだ。遺跡を見てそんな風に感じるなんて、なんか変だよね。いや、その感覚を否定する必要はない。案外そういうものが真実を導く場合がある。 ライフセットの観点でこのフォルディス遺跡を見てみると、説明がつくものがあるな。本当？この遺跡の作りは、派手さや豪華さよりも、通路や建造物としての堅牢さが優先されているようだ。それはつまり、火山性の地震を考慮しているのと、この通路で、誰かが暴れるような状況が考えられたってことかな。 悪くない考察だ。そして、そんな猛者どもがここを素通りするとは考えにくい。つまり、ここには通路だけじゃなくて、もっと奥に部屋や施設があるってことだね。凶悪犯の牢屋とか、闘技場みたいなものかな。悲しいと感じた理由は、それで説明できるな。闘技場だとすると、勝者に与えられる宝みたいな、何かが隠されてるかもしれないね。 なぜ隠してあると思うんだ。だって、猛者たちがいい人とは限らないし、ここを設計した人は用心深い感じがするから。隠し財宝か。お前はその隠し場所をどう？二人とも、考察は後にして。今は空間が最優先よ。あ、ごめん。宝の隠し場所だな。アイゼン。 ライフセット、続きは必ず後でするぞ。 Nee, hier wird gar nichts besprochen. Ohne mich. Dankeschön. Und zum anderen, gehe ich jetzt nochmal zurück. Mach die Scheiße am anderen Ort noch auf, weil finde ich jetzt nicht gerade so cool, wenn ich dann durch die ganze Scheiße renne. Und dann heißt, ja, du kommst hier nicht mehr durch. Dann muss ich einfach nur noch sagen, WTF. Und zum anderen möchte ich hier noch lang. Sie sind alle Exorzisten, manche von ihnen sahen aus wie Händler. Wohin liegt eine Stadt? Was? Also jetzt bin ich nicht schnell genug gewesen. Schade, schade. Aber gut, machen wir mal, dass wir jetzt definitiv noch das andere hier Teil ausschalten. Wir wollen ja überall durch können. So, einmal. Zweimal. Wunderbar.
Jetzt sollten wir... Ja. Das dachte ich mir. Das hingegen dachte ich mir nicht, als ich hier reinlief. Warum geht es jetzt so langsam, mein Freund? Danke. Kein Schaden gefressen. Erzfragment. Wo geht es hier lang? Hä? Ist es dort wieder unser Turtle-Freund? Das Ausrufezeichen steht doch immer nur in solchen Gegenden, wenn wir so ein, also wenn wir den Typ treffen. Oh. Roter Lavendel. Also am Schluss bekomme ich ganz schön einen Powerboost. Muss ich ganz einfach auch so sagen. Erdfragment. Nehmen wir alles mit, was wir können. Selbst die Truhe. Saturn-Tasche. Okay. Und upgraded habe ich mich selbst jetzt auch schon länger nicht mehr. Hihi. Also, wenn wir das jetzt sowieso noch mit so billigen Ausrüstungsteilen schaffen, dann weiß ich ja auch nicht. Dann sind wir einfach zu... Was zum Geier bist du denn? Was zum Geier bist du? グリモワールやビエフに似ていますが、何かが違いますね。うん。ビエフたちは若干ダークな雰囲気だが、ノル様は落ち着いた華やかさがあるよな。それがはんなりと言うんじゃよ。それがはんなり。はんなりというよりはまったりというか、ぼんやりした。 何考えてるかわからない顔でふよ。僕の方が1000倍可愛いでふよに。どこが顔隠してるあんたは怪しいだけでしょ。ビーン。それにしても微妙な人形ですね。愛嬌はあるのに私の心の声が心を許してはいけないと警告しています。そうかな。なんか赤ちゃんみたいで素直に可愛いと僕は思うけど。 これが赤ちゃん？妹もこの人形と同じくらい小さかった。おもちゃみたいに小さな手で一生懸命あいつは俺の小指を握っていた。握られたままの小指をそっと動かして頬をつついてやったら笑ったんだ。 その笑顔、何があっても守ろうと誓った。だがあいつが俺に飯を作ってくれるほど成長した頃、妙なことばかり起こるようになった。ゴーマに襲われたり、ドラゴンに囚われそうになったり、妹ばかり危ない目にあった。そして初めて俺は気づいたんだ。 妹を傷つけた原因が俺の加護、死神の力だということに。それであなたは妹を置いて旅に出たのですね。呪いを解く方法を見つけるために。ああ、そしてアイフリードと出会った。ノル様人形の噂もアイフリードから聞いた。そんなものに意味はないと奴は笑っていたがな。集めてみなきゃ。 わからないよ。僕はきっといいことがあると思う。なぜ？アイゼンが自分のことを話してくれて嬉しかった。それはこの人形のおかげだから。だから残り3つも絶対に見つけようよ。そうだな。Okay, rote Nordpuppe erhalten oder so. Okay, interessant. Wir kriegen einfach mal eine Puppe. Könnte das sein, dass mit diesen Puppen seine Flucht gelöst wird? Dass die einfach legendär sind, die Puppen. Irgend von einem Magier gemacht oder keine Ahnung. Um das Pech abzuhalten zum Beispiel. Gibt's ja. Ohne weiteres. Ja klar, hier kommt man einfach mal nicht durch. Fels. Fragment. Zum Glück sind wir zuerst hier durch. Weil
Sonst hätte ich danach echt ein bisschen ein Problem gehabt, wenn ich dann gewusst hätte, oh nee, jetzt habe ich den ganzen Scheißweg gemacht auf der anderen Seite und jetzt komme ich nicht zurück, oder wie? Also jetzt komme ich nicht da irgendwie durch. Aber gut zu wissen. Ich will dort definitiv nicht durch können. Weil so Felsen sprengen können wir noch nicht. Also Trümmer. Das ist nicht in unserem Bereich. Obwohl sie mit ihrer Hand eigentlich locker Platz machen könnte. Locker. Ist hier vielleicht auch noch so eine Puppe? Sind da alle vier Puppen drin? Nee. Schon mal nicht. Jetzt. Ja, zwangende Geister, Mann. Geht mir aus den Augen. Geht mir einfach aus den Augen. Aha. Läuferglück. Milde Flüssigkeit. Erzfragment. Nee, scheiß Ritter. Du gibst mir einfach die Tür von der unbekannten Macht verriegelt. Okay. Geht's da dann auch weiter oder was soll das genau sein? Hier geht's keinen Meter voran. Okay. Ihr wollt alle Stress. Merke ich schon. Merke ich schon. Aber ihr wisst schon, dass ich gerade keine Zeit für euch habe. Ich hoffe. Ich nehme nur mit, was ich mitnehmen kann. Den Rest lasse ich eigentlich liegen. Ja. Haben wir hier was? Ne. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Haha. Ja, nee, ist klar. Dein fucking Ernst gerade. Ich hau dich in die nächste Tonne, mein Freund. Man muss da lang. Habe ich gerade gesehen. Endlich wieder 200 Katzkugeln. Brauchen wir dringendst. Bei 320 Katzkugeln, die wir vorhin benötigten. Dann behaupte ich, dass die nächste Katztruhe auch um den Dreh sein wird. Oh ne. Haha. Ich bin der Kugelklauer schlechthin. Außerdem, übrigens habe ich noch. Also jetzt mich dazu entschieden, immer das Intro zu machen, weil jo, wir sowieso immer irgendwie zwischen 30 und 40 Minuten hier am Spielen sind. Zumindest meistens. Ich versuche natürlich auch immer so um die 22 Minuten zu machen, weil das Intro schon 2 Minuten geht, damit ihr auf jeden Fall auf eure Kosten kommt. Wäre ja behindert, wenn ich da irgendwie 2 Minuten zusätzlich also reinhaue und dann irgendwie nur 18 Minuten irgendwie. Wäre ein bisschen behindert. So. Das war in diesem Falle richtig, was wir gemacht haben. Zuerst dort hinten hin und dann... Ja, easy. Jetzt können wir vorne durch. Halt die Backen und laber nicht. Mal schauen, wie unser nächster Tyrion aussieht. Ich dachte ja schon, im Angelpart haben wir einen Krug Tyrion, aber scheinbar nicht. Medisa's おとなしくしている。やはり真実を告げたのが効いたようだ。よし、これで管理しやすくなるだろう。
Nanda, oh my God! Okay, die wollen gleich direkt Stress. Direkt gegen alle. Ja, zwei immerhin erwischt, direkt in ihr Face. Irgendwie nervt es mich, dass ich nicht alles geben kann. Aber zum Glück sind gerade die richtigen am Dreh. Das finde ich noch ungemein cool. So. Und der meint auch, der könnte einfach nur reinschlagen kommen, der kleine Banaut. So. Ich möchte da bitte ein bisschen aufladen. So. Danke schön. In your face, mein Freund. Was ein Geist. Ich dachte gerade, ich hätte verloren. Aber, nö. Ruko oder Rikuru, der macht gerade völlig alle kaputt. Was übst du da? Willst du mich? Wollt ihr mich verarschen? So. Endlich. Aber ey, ich habe zum ersten Mal das Gefühl, wir haben gute Gegner am Start. Also wir brauchen jetzt auch eine Zeit, bis die mal irgendwie getötet werden. Das finde ich sehr gut, weil sonst wäre es ziemlich lame. Dann bin ich gespannt, wie hammerhart unser Ding ist. Unser Tyrion. Vielleicht darf ich mich dann endlich wieder mal upgraden, weil ich habe mich jetzt extra nicht upgegradet, weil ich bin viel zu mächtig gewesen. Bis dato. So, jetzt nur noch dich, Kollege. So. So, und jetzt wirklich auf die Fresse. Schön, oh, wie viel das abzieht. Ja, sie ist wirklich hier. Aber ist doch gut. Hier hat jetzt noch so ein Ding, okay. Hat es auf der anderen Seite das Ding auch, oder? Ich weiß nicht. Also, damit bin ich aber nicht bewandert. Das ist mein erster Run in diesem Spiel immer noch. Und daher. Kraftring. Ich bin ja jetzt mal gespannt, was ich dann so alles mitgenommen habe. Edelstein. Fehlt jetzt hier irgendwie. Ja, genau. Danke. Jetzt gehen wir mal auf Ausrüstung. Haben wir irgendwas, das besser ist irgendwie? Ja, um einiges. Bestienzahn. Aber dann haben wir nicht mehr das, was ich am liebsten spiele. Sieht zwar geiler aus, aber ich habe dann keine Lebensregeneration mehr. Und das ist das, was mir ein bisschen nicht so behagt. Dann nehme ich lieber eine etwas schwächere Waffe und rüste die noch ein bisschen auf, als jetzt sowas zu nehmen, was mich dann eher aufhält. Erfahrung ist einfach, ne, nichts für mich. Da werde ich sie lieber hier anders upgraden. Sofern hier noch was ist, was ich ihr geben kann, was besser ist. Was ist SA? Keine Ahnung. Weil sonst wäre die Fluoridmontur am besten für sie. Aber ich habe gerade keine Fluoridmontur mehr. Kraftring.
Okay. Müssen wir dann upgraden. Läuferglück. Untote, okay. Federtritt. Also ich glaube nicht, dass ich hier irgendwelche sonstigen guten Sachen bekomme. Zornige Kämpferin. Menüexpertin, okay. Gibt es sonst noch was mit 50 Wiederherstellung, auch wenn ich es upgraden müsste? Das da. Umwerfende Frau. Besiegte Gegner. Wow! Nur noch 3 besiegte Gegner. Okay, Uno Momenti, das haben wir gleich. Ich sag jetzt nichts, ich kämpfe nur. Viel Spaß. So, das war's. Rangbonus. Das sollten jetzt eigentlich 3 Gegner gewesen sein. Wo ist das jetzt? Hier, was? Willst du mich verarschen? Das ist doch ein Gegner gewesen. Oder bin ich jetzt völlig behindert? Was ist denn das? Ist es... Ach, ich krieg die Krise. Na dann. Ja gut, upgraden hätten wir sie sowieso nicht können. Aber ich dachte, yo, schalten wir sie frei. Dann kann ich, wenn ich ins Dorf zurückkomme, ein bisschen upgraden. Aber nee. Wird ja nichts erlaubt hier. Aber danke für die vielen Katzkugeln. Ich bin ungemein untröstlich. Definitiv. Dachte nicht, dass ich hier schon so viele wieder bekomme. Aber irgendwie sind wir zu früh da unten. Weil hier komme ich jetzt nicht durch. Ach so. Wo ist noch einer versteckt? Hier. Dankeschön. Wollte gerade sagen. Meine Freunde. Und jetzt geht's gegen den Tyrion. Vielleicht brauchen wir auch mal Tränke, das wäre ja ultra geil. Und ihr dürft auch nicht vergessen, wir kriegen noch einen ordentlichen Boost durch die Pflanzen. So, und jetzt ohne zu speichern, haben wir mal voll durch. Ja, interessant. Ich warne euch einfach jetzt hier. Keine Scheiße bauen mit mir. Ja, und das soll jetzt alles sein. Lächerlich. Für Talesmünzen. Da gehe ich noch nicht rein. Behindert bin ich nicht. Wenn wir hier noch was haben. Da war ich aber schon. Irgendwie. Wegen den Truhen nämlich.
Hä? Ach so, das ist der Gang. Das ist der verhurte Gang, wo ich da nicht mehr weitergekommen bin, weil er von der anderen Seite verschlossen war. Okay, jetzt macht das Ganze einen Sinn, dann sind wir sogar schneller draußen wieder. Kein Problem, dann müssen wir nicht mehr durch das ganze Gedöns. Sehr schön. Hä? Ach, da hinten fehlt noch. Und jetzt, Freunde, genießt die Show. Da scheint sie zu sein. Und sie wird sich sicher in Tyrion verwandeln, das wird lustig. メディサネ。ええ、そうよ。あなたたちは？あんたと同じく聖霊を同志アルトリウスを恨む者よ。安心してください。 私たちはあなたを助けに来たんです。助かりませんよ。え？諦めないでください。私は。いいえ、助からないのはあなたたちです。同志アルトリウス様の理想を聖霊の理想を私が殺します。 Tut mir leid, ich muss ein bisschen wegrennen. Aber jetzt bin ich natürlich voll wieder am Start. Und wir zerreißen ihre kleinen Kuschel... wie soll ich sagen? Ihre Kuschelschlangen im Handumdrehen. Mal schauen, wie sie jetzt drauf ist. Ich stelle da aber mal wieder hoch, weil es kommt sicher eine Cutscene. キリがないよ。あの蛇女が召喚してやがる。本体を叩かねば、拉致が開かんぞ。その左手。そう、あなたが噂の。なぜです、メリサ。あなたは聖霊に無理やりクーマにされたのではないのですか。違うわ。 私は自らの意志でクーマになったのよ。でも、あなたの娘さんはゴーマになって怠慢死に。それで、聖霊を恨んでいるんじゃ。ええ、恨んでいるわ。人間の汚れがゴーマを生んでしまうこの世界を。あなた、汚れのことを。怠慢師様が教えてくれたわ。ディアナがゴーマになったのは、 あの子が汚れを発したせいだって。だったら私は汚れを食らうクーマになる。二度とディアナのような悲劇が起きないよ。どんな醜い姿であろうが構わない。カノニス様を復活させ、この悲惨な世界を変えるのよ。ああ、そう。なら強引にさらうまでよ。 Ihr Ernst? Sie ist eine fucking Medusa? Ich geb dir fucking Medusa, Mann. Hier, friss. Weg mit dir. Ja, richtig. Nee, weg. Nerv nicht, dumme Pute. Ich trete dir einfach mit allem einmal in den Arsch. Mit jeder einzelnen Combo. Ich drück dir einfach mal was irgendwie. Sie macht zwar immer irgendwie dasselbe, aber ja, mit vier Knöpfen kann man auch nicht wirklich was Neues machen.
Und die großen Halunken, die kenne ich auch gleich mit. So, ich glaube, der Damage war genügend mal. Eisen. Das war kaum Schaden. Oh. Ich bin zu geil, wenn ich so in Rage bin. So. So, Tales of Berseria, besser gesagt. Velvet. Tales of Velvet. Mach sie kaputt. So, einfach mal drauf hier. Mit voller Kanne. Niemand wird uns hier stoppen. Und 100 schafft oder was? Darf ich mal? Sicher, ich kann alles. Führe eine Kombo mit 100 oder mehr Treffern aus. Überwältige deinen Gegner mit Stil. Ja, klar. Ich überwältige jeden Gegner mit Stil. Luffy Set. Einmal drauf. Sie hat es gewagt, mich anzugreifen. Mich zu erstarren. Meine Güte, das gibt doch die Fresse, wenn ich hier raus bin. Bist du Banane? Hier wird nicht solche Scheiße gemacht. Und was ist da mit deinen Schlangen los? Wollen die wirklich auf die Fresse? Ich weiß nicht. Irgendwie behaupte ich eher weniger, dass die auf die Fresse möchten. Aber sie möchten gerne meine Tastenkombination schmecken. Und zwar mit Schmackes. So. Komm her, du Trolle. Komm. Ich meine, du wolltest uns besiegen. Wir sind das Unheil. Na? Und tut mir leid wegen dem Zug. Da kann ich jetzt nicht gerade was für. Ich bin mitten im Kampf. Das gesehen, ich bin das erste Mal besiegt worden mit der guten wie sagt man, mit der guten Velvet. Hätte ich das jetzt nicht gemacht und ausgewechselt, ne, bist du behindert? So, jetzt reicht's. So. Fick dich, ohne Spaß. Ohne Spaß, geh liegen. Kann ich jetzt hier nicht nach oben? Muss die Leiste erst voll sein? So, dann mache ich's eben mit dir. ここまでよ。最下の剣種。最悪の時代をもたらす魔王の名よ。欲望のままに世を乱し、混乱と最悪をまき散らして帰り見ない汚れの塊。始末に負えぬ人の業を体現したお前のような悪のことだ。ゴーマ、クーマ、
サイカの剣士、好きに呼んでくれるわね。でも私が魔王だって言うなら、あんたは魔王に利用される、それだけよ。させない。あの子は私のせいで、だから私は死ぬまで戦わなきゃいけないのよ。やめて、邪魔をするな。嫌だ、もうお母さんが死ぬのなんて見たくない。モアナもエレノアもお母さんが死んじゃった、それってすごく悲しいことなんだ。モアナ、清涼に無理やりクーマにされた少女です。娘を助けようとしたモアナの母親は、お腹を空かせたあの子に自分を差し出して。モアナはずっと泣いてるんだ、お母さんに会いたいって。だからお母さんが死んだら、ティアナだってきっと悲しむよ。ティアナ、お母さんは私がいらないんだね。新しいお父さんの方が好きなんだ。違う、私はあなたのために。でもあなたは自分が邪魔者だと悩んで、汚れ傲慢になってしまった。私のせいで、ごめんね、ごめんなさい。メディさん大丈夫、気絶しただけだ。このまま連れて帰るわよ。念のため拘束術をかけておく。どうやら清涼はメディサの後悔を利用したようじゃな。クーマとして自分たちに従うように。そんな、残酷すぎます。じゃが理にはかなっておる。そうですね、断りに反しているのは私の方です。ここからメディサを連れ出せば、ヘラビーサがどうなるかわからない。なのに私は自分のこだわりのためにそれをしようとしている。メディサ本人の決意まで打ち砕いて。断りで言うなら、汚れる人間個人が悪いのよ。あんたが責任を感じることじゃないわ。だとしても私は目をそらしたくありません。自分が選んだ道の先にある現実から、それが断りに反する私のせめてもの義務です。本当に面倒ね、あんたもこの女も。ごちゃごちゃ考えないで、悪事は全部サイカの剣士のせいにでもしとけばいいのよ。ベルベット、別に気を使ったわけじゃない、私は気にしないってことよ。道の先に何があろうとね。Das ist wohl wahr. Boah, aber das ist der erste Bossfight, bei dem ich gestorben bin als Velvet. Ist das heftig. Ein richtiger Hit von ihr, und ich meine jetzt ihrer Ulti wahrscheinlich, wo sie unglaublichen Damage ausrichtet. Boah, heftig. Freunde, das nenne ich zerrissen, Mann. Die hat Velvet zerrissen, und das wie ein Anfänger. Klar, wir haben ihn, also ihr ultra viel Damage gezogen, aber sie hat zwei auf einen Streich erledigt. Zwei, wohlbemerkt. Als wäre es nix. Das ist ein bisschen kontraproduktiv, meiner Ansicht nach, aber ganz im Ernst, wir haben es gut über die Bühne gebracht. Und jetzt müssen wir, Kirre, mit dir zurück nach Titania. Gut, wir haben jetzt immerhin einen neuen Tyrion an unserer Seite. Sie ist zwar noch bewusstlos, aber ich glaube, sie hat es jetzt verstanden und so, und passt dann. Warum renne ich hier
eigentlich wieder durch. Bin ich behindert, wenn es hier rausgeht? Wir gehen dann im nächsten Part zurück nach Titania, weil wir haben schon wieder 47 Minuten, fast 50. Und ich möchte das gerne im nächsten Part machen. Sonst geht da gar nichts klar. Wir gehen jetzt aber hier nochmal durch. Weil, sind die Exorzisten noch da oder... Ja. Können leider hier nicht durch. Ne. Scheiße, seid ihr viele. Hat sich das jetzt irgendwie verändert? Bei der Ausrüstung. Hier, umwerfende Frau. Hä? Wir haben's doch. Oder ist es eher für die da? Umwerfendes Weib. Ist klar. Ja gut, das war fast eine Niederlage für uns. Hätte sie alle von uns auseinandergenommen, wüsste ich nicht, wo wir gestartet wären. Das heißt, ich muss dringend wieder mal meine Ausrüstung upgraden. Ich dachte eigentlich, wir wären dann wieder ein bisschen zu OP, aber seit dem Anfang ist das eigentlich der spannendste Fight gewesen. Muss ich sagen. Ich kenne kaum einen Kampf, bei dem ich mich groß anstrengen musste, irgendwie darauf zu achten, ob ich getroffen werde oder nicht. Weil ich hatte zu viele, also ich hatte zu viel Regeneration, ne? Und jetzt, ja, klar hätte ich einen Trank schmeißen können, aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Trank geschmissen in Velvet. Also in Tides of Berseria. Also, ist ein bisschen, meh. そうかもしれません。でも私もあなたと同じことを思いました。お母さんが死んだら悲しいです。だから止めてくれて嬉しかった。エレノアのやつ、随分無駄な責任を背負おうとしてるみたいね。無理をしすぎて汚れる危険が高くなってるんじゃないの？ 汚れとは人間の心にある、エゴや矛盾から目をそらす独善から生まれるものだ。だがエレノアは自分のエゴを自覚し、矛盾と向き合おうとしている。それこそが大魔師に何より必要な資質。汚れを生む感情に染まらない純粋さというものじゃ。つまり大丈夫ってこと？今はな。だが 人の心は一瞬で移ろう。この先どうなるかは誰にもわからん。まあ、さほど心配せずともよかろうって。大抵の大魔師の純粋さは理で作り上げたものじゃが、あの娘のは天然のようじゃからの。大魔師の才能ってわけね。貴重な才能だが、特殊な資質でもある。エゴや矛盾を持たないものなどいないし、 己が醜さと正直に向き合うことも簡単にはできん。程度の差はある。汚れを持って生きてるのが普通の人間というものだ。汚れは必然に存在するものか。でもアルトリウスは。 Okay, hier können wir wieder fliehen. Das ist ja mal sehr, also ziemlich schnell, meine ich. Jetzt dürfen wir hier durch nicht mehr, ist klar. Hier durften wir damals nicht rein. Können wir jetzt hier wieder durch? Okay,
ここがあなたたちのアジトか。私を逃がしたら致命傷になるわね。寝首をかかれないようにせいぜい気をつけなさい。言うわね。おかえり。あの子がモアナだよ。ディアナと同じくらい。清涼、こんな小さな子を無理やりクーマに。お願いです、メディさん。あの子と話してあげてくれませんか。どういうつもり。モアナはクーマです。だけどお母さんを恋しがる普通の女の子なんです。私じゃあの子の悲しみを埋められない。でもあなたなら。大丈夫。私はメディサっていうのよ。怖いわよね。ちょっと。でもベルベットやダイルより怖くないよ。それよりおばちゃんはモアナが怖くないの？夢を見たの。モアナのお母さんがモアナを怖いっていらないっていう夢。怖いものですか。お母さんが子供をいらないなんて思うわけないわ。なんでわかるの。私もお母さんだからよ。お母さんは自分が死んでも世界がどうなっても子供を愛してるのよ。あなたを誰より一番。泣かないでおばちゃん。モアナとメディサ、寂しくなくなるといいけど。そうね、泣き止ませるの大変だし。聞いてもいい？ベルベットのお母さんって亡くなったわ。私があんたより小さい頃に。あ、ごめん。別にいいわ。つまり私もあんたと似たようなものだから、一人で寂しがっちゃダメよ。僕は平気だよ。寂しくなんかないんだから。なんで怒るわけ。変な子ね。変じゃないよ。もうエレノア、モアナとメディサの監視は任せるわよ。はい、ありがとうございます。いいの、タイマ氏がサイカのなんとかにお礼なんか言って。いいじゃないですか。魔王が細かいことを気にしないでください。ベルベット、グリモワールが呼んでたぜ。ライフセットを連れて監視塔に来てくれって。分かったわ、すぐに行こう。Ja gut, jetzt sind wir heute schon nach Titania zurückgekommen und die andere, also hör dir an, was Grimmor zu sagen hat, aber ganz im Ernst.Was sollte er zu sagen haben? Wir müssen jetzt irgendwie auf den Turm rauf. Müssen wir wieder dort hoch? Oh Mann. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zugucken, Freunde. Wieder mal eine Stunde gespielt praktisch. Haben einen neuen Tyrion namens Medissa. Oder, ja, nee, eigentlich ist ja Medissa, glaube ich. Weil es klingt so stark wie Melissa. Und da kommt man schon ganz schön durcheinander.
Komoana? Ich weiß, ich habe so ein Problem mit diesen Namen. Velvet oder. Warte mal. Hier, Rokoro, den kann ich auch kaum aussprechen. Eleanor, kein Problem. Magilo, kein Problem. Eisen sogar. Oder Luffy ist kein Problem. Aber solche teilweise, also die Namen wie Rokoro, das ist ein bisschen problematisch. Na egal. Ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken, wie gesagt. Und wenn euch der Park gefallen hat, lasst ein Like oder ein Kommi da. Und wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da. Ich versuche ein bisschen auch also aufzuwerten meine Videos, auch wenn ich nicht 1080p streamen kann oder aufnehmen kann. Spielt aber keine Rolle, tut dem ganzen Gameplay nichts, also keinen Abbruch, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tölö.